Jimmy auch noch holen. Geht da hoch, geht da rum, hinten rum. Ja, geht hinten rum. Sehr gut. Das ist ein Großteil nicht blickt, wie man zurückkommt. So, da war noch irgendwie was. Schwert oder eine Feder? Ach, jetzt halt nicht. Alles klar, dann kann man es wohl nicht nehmen. Klar, ich habe oft dahin geht's zum Schmelzofen. War nicht, aber wir haben trotzdem einiges bekommen. Zieh eigentlich rein? Nee. Dann hoffe ich mal, dass eine Tasche tiefer war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier war. Und ich möchte unbedingt die letzte Rüstung, vor allem mit dem vielen Gold, was ich mir ergaunert habe. Der ist da, wohin? Ne, aktiviert, ja, aber holen müssen wir noch. Hier könnt ihr mal was trinken. Auch die Gläser, die Humpen. Gut. Da kommt sicherlich was raus. Aber keine mit Waffen. Schnell, bevor der Große da ist. Oh, die leben alle noch. Wieso sind jetzt schon wieder so viele draufgegangen? Und der geht so schnell. Vier verloren. Fünf. Vier. Ja gut. Fast aber. Dann gib ihm mal in die Unterbrauerei-Etage. Hier. Ah. Ah, dann kann ich jetzt vielleicht hier diese Abkürzung freischalten. Erstmal sehr gut. Sehe. Bogen drei. Nehmen wir drei davon und ein roter. Haben wir uns was zu sagen? Die letzten Elfenfrauen. Ich hörte sie da drin laut weinen. Ohne sie ist unsere uralte Rasse dem Untergang geweiht. Ihr würdet euch in die Höhle des Zerstörers begeben? Sie ist voller Schätze. Aber ihr müsst bereit sein, den Meister und sein Ungeheuer zu zerstören. Es heißt, er nennt es Feuerwalze. Eine Schlacht und Schätze. Das klingt doch richtig gut, Meister. Diese Statue ist in Julis Territorium angekommen, Herr. Eure Schergen sind entkommen und suchen nach einem geeigneten Torfortal. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch den Kreis sozusagen geschlossen, indem wir hier den Übergang hier aktivieren können. Und wir haben auch schon unser nächstes Gebiet freigeschaltet und eben von der Jule, die Diebin. Was gibt's hier? Feuer gibt's hier. Dann geht mal alles schnell hin, bevor der Käfer explodiert. Sehr gut, 41.000. Sind im Arcanium-Bergwerk. Wir hatten Zeit, den Schmelzofen zu retten. Da will ich hin. Findet den Ofen, Herr. Dann können unsere Schergen eine Rüstung schmieden, die eurer würdig ist. Endlich. Endlich. Der Hinweis auf diesen Ofen. Und ich krieg nebenbei auch noch neue Feuerkugeln. Die Feuerenergie. Wir müssen uns immer beeilen, bevor
der anfängt, diesen komischen Explosionszauber-Gedöns zu machen. Blaue? Drauf, drauf, alle drauf. Und auch rein in die gute Stube. Da gibt's sogar was. Natürlich gibt's da was. Und da hinten auch. Oh, alle auf den Käfer. Also im Moment werde ich echt mit Schätzen überhäuft. Gefällt mir. Oh. Oh, ich dachte gerade, die wären alle ins Feuer gelaufen. So, ja, dann plündern wir noch schnell diese. So, langsam so eine kleine Armee. Gut, keine Armee, was nimmt man das Kohorte? Schub's her. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das da drüben aktivieren soll. Vielleicht muss ich erst, wenn jetzt die Meldung kam, dass wir Julis Territorium entdeckt haben, dass ich erst eben diese Jule gefangen nehmen muss oder töten muss oder sonst irgendwie was mit der machen muss. Diesen Teleporter Einaugen Baldur's Gate Verschnitt Monster selber beherrschen muss, um das zu machen. Wir werden sehen, aber erstmal möchte ich meinen tollen Schmelzofen haben. Da ist er. Ich... Oh, ein Flammenwerfer, ein Flammenwerfer. Da können mir wahrscheinlich meine Roten helfen. Komme ich daher? Ist auf jeden Fall eine Rote. So, alles drauf. Oh je. Blauen gehen drauf. Ja. Aber so schnell ist es jetzt gerade richtig gerade unrecht, denn ich möchte ja rote gleich vor allem auf die Flammenwerfer setzen, wie auch immer. Das ist jetzt gerade Wasser ganz. Ich werde nicht mehr überall, das heißt, ich sterbe nicht mehr so schnell. Wie kann man denn da raus? Ich habe nochmal einen verloren, aber einen roten. Greife ich mir auf. Hätte ich vielleicht aus der anderen. Meine. Wo sind meine Minions? Das ist unhygienisch. Nie ist ein Wagen voll Salz in der Nähe, wenn man einen bräuchte. Ich muss meine. Oh, auf einmal sitzt die tot. Ich glaube, ich hätte das andere Richtung kommen sollen. Fertig? Ja, es geht nicht mehr runter. Das war ein Gemetzel. So, gucken wir uns einfach mal hier um. Entschuldigung, jetzt bin ich irgendwo gekommen. Ich habe alle Schnecken auf dem Kopf. Ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob ich die in die Richtung unbedingt gehen musste. Ich
Eigentlich wollte ich das alles ja mit den Roten machen, weil die eigentlich feuerimmun sind. Ich gehe ja schneller bei diesen Flammenwerfern drauf. Da einer dabei. Ja, ne. Moment. Bin wirklich gerade irgendwo anders. So, okay, das kann ich machen, dann komme ich da durch und. Was bringt mir das? Ich bin jetzt gerade immer noch ein bisschen verwirrt. Bin ich hier? Da unten gibt es einen Zauber, aber. Da ist er oft. Okay, da will ich letztens hin. Das sind schon wieder Schnecken. So. Ich glaube, ich bin jetzt hier gerade eher so in diesem Plünderbereich, Plünderbonusbereich. Ah, kann es sein, dass die das da durchtragen müssen, wenn ich das mitnehme? Gut, ja, ich fülle es. Ja, Moment. Fülle ich natürlich alles mit Rote auf. Und ich wäre euch sehr verboten, wenn ihr nicht gleich alle drauf gehen würdet. War wohl zu viel Hoffnung. Ja, ich starre wieder drauf und gucke, was wir machen, ohne zu reden. Entschuldigung. Oh, hier gibt's ordentlich was. Ja, das geht ja nicht mit Feuer kaputt. So. Ja, den großen. Da ist ein neuer Schergenzauber. Habe ich eigentlich schon diesen einen Bonus-Ding geholt? Wo man die Wasserleute für braucht? Wenn ich das habe, muss ich mich mal drum kümmern. Haben die? Ich glaube, es ist ein neuer Zauber, wahrscheinlich ein neuer Feuerzauber. Wieso bleibt der eine jetzt da unten stehen? So, jetzt werden wir gleich sehen, ob die da unten, wo die rumgehen, ob die hier oben rumgehen. Oh, das war nicht geplant. Je. So, eigentlich, wenn ich genug Rote habe. Alle! Was kommt mit mir? Gut, vielleicht kann der Zauber da nicht durch, aber im Normalfall wird es doch der einfach möglich sein, da durchzulaufen. Gut. Zauber. Dann kümmern wir uns als nächstes um die allzeit beliebten Flammenwerfer, die mich ja erstmal vor ein paar Folgen gekillt haben. Ja, das war wohl eher so gedacht, wirklich, dass man das am Schluss macht, sonst wäre die Schnecke nicht in diese Richtung gestanden. Ich sag, es gibt nur einen Feuerzauber. Hm, die haben sogar schon so ein bisschen Rüstung. 202, sehr schön. 35, ja, gut. Ich glaube, ich habe nur von den blauen nicht ganz so viele. Alle drauf. Ach, das konnte der? Wusste ich noch gar nicht. Dabei um eine Feuersäule, so hoch und breit, dass sie die Götter aus dem Himmel brennen könnte. Oh, keine schlechte Idee.
Alles klar. Sachen halten, das ist ein Aufzug. Ich weiß nur nicht, ob ich runterfahren will. Noch mehr Flammenwerfer, Herr! Goldo muss sie geschickt haben, damit sie die Schrecken beseitigen. Ihr wählt alle! So, das sollte da gar nicht hin. Alle! So, alle. Alle dahin. Dann wählen wir die Roten aus. Nehmen alle 16 und hoffen mal, dass die auf den Flammenwerfer sind und nicht sterben. Der Flammenwerfer-Typ stirbt auch nicht. Ah. Blöd. Alles klar. Dann muss ich das anders machen. Langsam. Ich will die da nicht reinschicken, und wenn ich alle tot bin. Wir machen das. Und hoffen, dass sie stark genug sind. Gut, einige gestorben und dann Braun. Lebt noch? Wollen mich doch verarschen. Ja, meine ganzen schönen braunen Superkämpfer sind tot. Ah, ich musste außenrum für alles Normale. Gleich nochmal den Aufzug benutzen. Gehe ich erst die Runde und stocke meine Armee ein bisschen auf.